Steinwurf im Glashaus. Hallo, hallo und guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, falls ihr es auf YouTube schaut. Wir sind zurück bei Steinwurf im Glashaus. Erneut ohne den Mirko. Dafür mit mir, man kann nicht alles haben. Im Leben. Ich muss kurz mal schauen, ob wir hier wirklich richtig stehen, aber das sieht sehr richtig aus. Ja. Wir können das Pausemenü mal nutzen, hoffe ich. Nee, können wir nicht. Denn wir können nicht rumscrollen. Ach nee, da unten sehen wir es. Ich muss mal kurz schauen, wo wir stehen. Genau. Die Erinnerung kehrt zurück und ich gehe nicht davon aus, dass wir heute es schaffen werden, die gesamte Galaxie einzunehmen. Vielleicht einen kleinen Teil davon. Wenn überhaupt. Ich bete dafür, dass nicht sofort die ersten Folgen kommen und uns überrennen. Ich war hier unten. Ich erinnere mich, ich war hier unten. Und habe eine Raumflotte, die diesen Planeten kontrolliert. Na gut. Das ist okay. Das ist jetzt keine große Bodentruppe, aber wir greifen direkt mal Mustafa an, was immer wir mit einem Lava-Planeten wollen. Was man generell damit will, ich glaube, theoretisch werden da genau mineralreiche Flüsse aus flüssiger Lava und irgendwelche Erze und so weiter abgebaut, aber also, wie atmet man dort? Nicht, dass das bei Star Wars generell eine Frage sein sollte, wie Dinge funktionieren, denn wenn wir ehrlich sind, die meisten Planeten haben einfach nur eine Klimazone. Von ganz oben bis ganz unten. Aber ja. Dann erobern wir halt einen Lava-Planeten. Bestimmt kann man ja irgendwelche Anlagen bauen. Wir haben einen Bauplatz erobert. Wir nehmen mal direkt Yuri Fenn, denn ich glaube, der kann sich selber regenerieren? Fragezeichen. Ich würde trotzdem einen Bagdad-Tank bauen. Bagdad-Tank wird gebaut. Wir sind gefechtsbereit. Da seid ihr. Zu laut. Ich habe das Gefühl, es ist ein kleines Stück zu laut. Machen mal die Musik leiser. Konstruktion abgeschlossen. Unser Job ist es. Wir haben einen Bauplatz erobert. Die Mustafarianer halten sich meist aus fremden Angelegenheiten heraus. Aber wir sollen sie trotzdem vernichten. Nee, nur ihre Gebäude. Wir Entschuldigung. Haben eine Landezone gesichert. Dann ist es ja nicht so entscheidend. Nur ihre Gebäude sollen vernichtet werden. Um einfach mal ein Zeichen zu setzen. Auch wenn sie gar nichts getan haben, auch wenn sie grundsätzlich neutral sind, ist es ja auch gut, ihnen mal zu zeigen, bis hierhin nicht weiter. So. So, unten ein und alle gegnerischen Bodentruppen. Dann na gut. Gucken wir nochmal, ob Jura hier schon irgendwas machen kann. Die Schutzturm wird gebaut. Ich bin bereit. Komm zu mir. Kannst da mal einen Rancor hinsetzen. Sensorknoten wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Was für ein schönes Spiel. Konstruktion abgeschlossen. Okay, der Sensorknoten ist jetzt nur so mitteleffektiv. Da sind schon mal Gegner. Melde mich wie befohlen. Bereit für etwas. Wir haben einen Bauplatz erobert. Wir haben einen Bauplatz verloren. Sensorknoten wird gebaut. Das sollte genügen. Konstruktion abgeschlossen. Ah, wir haben sogar einen Luftschlag. Der lädt ja gerade noch auf. Das heißt, wenn wir ein Gebäude finden, könnten wir es theoretisch
sofort der kurzfristigen Vernichtung zuführen. Gegnerische Truppen. Wir haben eine Landezone gesichert. Eieiei, ja, das meine ich. Jetzt haben wir noch einer zu zerstören. Ich habe, glaube ich, auch nichts dabei, was so richtig gegen Fahrzeuge hilft. Aber wir wissen schon mal, hier ist eine Fabrik. Wir holen mal EG-88. Hat jemals jemand etwas falsch gemacht mit EG-88? EG-88 ist angekommen, Sir. Ja. Die Antwort ist ja, wahrscheinlich schon. Aber Droiden sind, wie wir wissen, disposable, insofern macht uns das gar nichts. Denn wir schicken ihn einfach mal los. Was kann ich für euch tun? Tja, was kannst du für uns tun? Du kannst das Ganze beschleunigen. Darf ich mit einer Bezahlung nicht? Du wirst, wenn du erstmal arbeitest. Okay, was haben die erwischt? Wir haben einen Bauplatz erobert. Ich habe nicht mehr viel Geld, insofern sollte ich solche Sperenzchen lassen. Konstruktion abgeschlossen. Wir warten schon seit Stunden. Was läuft nun? Ich hätte gleich eine Reparaturstation bauen sollen. Wobei ich ja nicht so viele Droiden dabei habe. Wir haben einen Bauplatz erobert. Kann ich mir sogar noch leisten. Habt ihr ein Ziel? Konstruktion abgeschlossen. Neuer Versuch. Wie viel kriege ich, wenn ich hier gewinne? 2300. Wow. Das lohnt ja nicht mal die Geschütze, die ich hier baue. Ich bin da wie befohlen. Kannst du mit deinen kleinen Messerchen vielleicht dieses Haus hier zerstören? Ich liebe Strategiespiele. Ja, dann schnetzel dich mal durch das Haus. Wir versuchen so lange mal. Diese Fabrik in die Luft zu jagen. Dass es nicht ganz gelingen wird, aber ein paar Panzer können wir vielleicht ausschalten. Oh, ich korrigiere mich. Es ist uns doch gelungen. Wie schön. Deswegen finde ich Siri. Heißt sie Siri? Siri, Entschuldigung. Siri ist von Apple. Relativ OP, weil sie halt unendlich Rancors spawnen kann. Aber ich bin ja nicht der Macher dieses Spiels. Ich bin nur. Bin ich das Problem? Wisst ihr, was ich meine? Ich bin nur ein ganz kleines Rad im Getriebe. Als ob es was Schlechtes ist, OP-Sachen auszunutzen. Aber dennoch, es ist ja kein Cheat, möchte ich damit sagen. Bitte, wenn er
Einfach mal leise sein könnte beim Gehen. Ich weiß nicht, warum Jabba sich sowas angelacht hat. Ja, dann kehren wir um. Ja. Bin schon unterwegs. Alles hat seinen Preis. Übertragung empfangen. Schaut mal, was da so ist. Jemand da? Wir sind so schnell wie möglich da. Wir sind gleich da. Das sollte nicht allzu schwer sein. Habt ihr schon einen Plan? Oh, das ist was. Ja, das schafft er nicht. Wir haben einen Bauplatz erobert. Wir haben einen Bauplatz verloren. Kann ich helfen? Eine Prüfung meiner Fähigkeiten. Ja, du machst das schon. Wir haben einen Bauplatz erobert. Ich habe die Koordinaten. Wir haben einen Bauplatz verloren. Ich bin bereit. Ich werde mich dorthin begeben. Wir haben einen Bauplatz verloren. Wo ist mein Opfer? Ui, okay. Ja. Versuchen wir da auch noch mal einen Rancor hinzuschicken. Ich warte. Bin unterwegs. Wir sind gut bezahlt worden. Also sagt uns, was wir tun sollen. Bestätigt. Ist ja euer Geld. Ist ja euer Geld. Schade, ich hatte gehofft, hier wäre noch irgendwo eine Sensoranlage. Aber ich lag falsch. Einheit wartet auf Befehle. Das hätte jetzt sehr vieles. Mir erteilt niemand Befehle. Könnten Sie denn noch Häuser haben? Ja. Die werden nicht mal wissen, was sie getroffen hat. Was gibt es? Bombardement verfügbar. Allerdings. Aktiviere Tarnfeld. Ja. Sprinte mal zurück. Ah ne, du hast keinen Sprint. Aber dieselbe Effektivität. Das ist okay für mich. Wo ist denn... Achso, der läuft hier. Wie sieht das aus? Wie süß. Okay, das ist nicht ganz so spannend. Und das könnte er aber schaffen. Wir haben einen Bauplatz erobert.
Das war ganz gut, glaube ich. Ich erwarte vollständige Bezahlung. Erledigt. Kann ich behilflich sein? Wird erledigt. Dann mach du mal den zweiten Teil. Bereit zum Angriff. Wir haben einen Bauplatz verloren. Ich glaube, unser Rancor backt ein bisschen. Naja, dann der nächste. Es ist ja Massenware am Ende des Tages. Das wäre ja smart. Sind auch ein Stückel flotter. So könnte es funktionieren. Oh, oder auch nicht. Ja, das sieht schon besser aus. Oh je. Ach nee, das war meiner. Oh Gott, es gibt bei den Rebellen so einen richtig krassen Panzer. Er hat, glaube ich, Raupen und ist relativ lang. Und der schießt über 300 Kilometer irgendwelche Raketen. Und den mag ich gar nicht. Schon damals nicht. Zumindest wenn ich gegen die Rebellen kämpfe. Denn der kann überall rumstehen und wirklich über drei Ebenen hinweg irgendwie von da oben hier runter schießen. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Genau wie die Luftgleiter. Aber da konnte man zumindest im letzten Spiel auch die Luftabwehrgeschütze aufstellen. Welchen niederen Lebewesen soll ich umbringen? Ich mein wildes Wesen. Ja, das ist auch so ein wildes Wesen. Nicht verstanden. Bitte wiederholen. Der Weg ist frei. Sind wer unterwegs? Stellt sich mir in den Weg? Macht euch bereit. Dann brich du mal auf und wir machen ich erwarte eure Anreise. Zwei Truppen hier raus. Unterwegs. In der Hoffnung, dass das reicht, um Panzer zu zerstören. Wir haben einen Bauplatz verloren. So weit. Lass ihn doch wegfahren. Wir haben einen Bauplatz erobert. Eine Prüfung meiner Fähigkeit. Ihr seid nicht so smart. Damit meine ich meine, nicht deren. Greife sofort an. Ich werde mich darum kümmern. Das hat hier taktisch, glaube ich, nicht so viel Sinn. Bin schon unterwegs. Meine Geduld hat Grenzen. Wir haben einen Bauplatz erobert. Was braucht ihr? Ja, da kann ich mir nichts leisten. Ich werde mich dorthin begeben. Aber wenn ich den einnehme, kann ich vielleicht noch wen holen. Wir haben einen Bauplatz verloren. Bombardement verfügbar. Wir haben eine Landezone gesichert. Schön, dass der Droidiker in Zeitlupe rollt. Das einzig Gute an diesem Droidiker ist, dass er relativ schnell ist. Wir haben einen Bauplatz verloren. Ich hoffe, das ist meine Zeit wert. Lasst sie unseren Zorn spüren. Stimmt. Er besticht sie. Wir haben einen Bauplatz verloren. Entlang. Angriff! Achte auf dich!
Wir sind so schnell wie möglich da. So schnell wie möglich. Vernichtet alle Feinde! Schlag zu! Angriff! Das ist unsere Chance! Wir unterstützen euch, wo wir können. Ich werde mich um sie kümmern. Bombardement steht bevor. Dann halten wir uns dann gar nicht auf. Ach, ich hab's sogar verzählt. Kaserne. Das Problem ist mit dieser Galaxieeroberung, das mag jetzt eine halbe Stunde dauern, diesen Planeten einzunehmen. Und wenn ich einmal kurz auf die andere Seite der Map gucke und sie das angreifen, während wir gerade die komplette Map sehen, könnten sie halt schon den Planeten zurückerobern und das Ganze geht von vorne los. Ist noch jemand drin? Aber der wird doch da drin bleiben. Schwere Geburt. So, Tyler geht hier rüber. Bosk und IG. Das sollte genügen. Das ist jetzt nämlich mein Plan, diesen Planeten einfach so zu lassen. Das wird schnell. Denn den kann ja keiner erreichen. Anwerbung läuft. So zumindest die Idee. Ah, das sieht schon nicht gut aus. Wird gebaut. Alter Schwede. Ich gucke nur ehrfürchtig zu. Verfügt über meine Fähigkeiten. Jetzt brauche ich noch. Das ist leicht. Stechung. Kleiner Rabun, 46 Einheiten. Durch unser Netzwerk organisierter Kriminalität können wir die Kreaturen hier fangen und sie auf anderen Welten an den nahegelegenen Handelsrouten verkaufen. Ich hab das doch gerade gemacht, oder nicht? Ah, ne, es ist Einschüchterung. Aufbau beginnt. Ich dachte. Ich entschuldige mich. Piraterie. Praktisches Gefecht steht gleich bevor. Wir dringen daran sollte ich denken. Das System vor und vernichten die nächste Tibana-Gaslieferung. Das wird die Geldbeschaffung für unseren Flottenaufbau. Wir schaffen für Piraterie. Wir haben es geschafft, durch Bestechung einen imperialen Interdiktor zu kapern. Mit seiner Technik werden wir Tibana-Gas-Konvois aus dem Hyperraum reißen. Dazu müssen wir nur seine Fähigkeit in der Nähe der Schifffahrtsrouten von Bespin aktivieren. Bastian vom Schwarzmarkt, scheiße. Muss ich die echt kaufen? Sie sind nicht vorbereitet auf Soll ich mir genau durchlesen, wie hier irgendwas funktioniert? Das kann ich machen. Ach, fuck. Euer Befehl, Sir. Wir sind unterwegs. Ich bin es gewohnt, diesen hier, diesen Interdiktor. Ich meine, der kann verhindern, dass sich der Gegner zurückzieht. Genau. Deswegen bin ich gewohnt, den gleich am Anfang der Schlacht irgendwo in der Ecke zu positionieren. Und ihn dann zu aktivieren, damit niemand weggeht. Was keinen Sinn macht, denn ich brauche ihn jetzt gerade. Und es ist nicht das schnellste Schiff. Süß. Erwarte Ihre Anweisung. Mein Netz der Korruption kann nicht versagen. Jawohl, Commander. Der erste Konvoi sollte in Kürze eintreffen. Wir müssen die Tibana-Fähren vernichten, bevor sie außerhalb der Reichweite des Interdiktors sind. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ein Überfall!
Ausweichen sofort! Ah, das ist der Konvoi. Geht rein und erledigt sie. Verdammte Nervhirn. Gegnerische Jäger an mir dran. Okay, man fliegt jetzt zurück. Schaltet sie aus. Angriff. Sehr strange. Ihr könnt nicht entkommen. Die Vernichtung eines weiteren Konvois sollte ausreichen, um bei den Regierenden auf Bespin die Angst aufkeimen zu lassen. Ja, grundsätzlich schon. Ich hoffe nur, das überleben meine Leute bis dahin. Piraten! Alle zur Verteidigung der Tibana-Fähre! Feuer eröffnen! Nur den einen? Werde ich alles kontrollieren. Vernichte dieses Ungeziefer. Hallo. Was gibt es? Ich habe die absolute Kontrolle. Genau. Vernichte die Okay, zweiten Konvoi nur noch. Tabasen wird höchstwahrscheinlich überleben. Wobei. Eröffne Feuer. Oh, gut, dass vorbei ist. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Unsere Feinde kommen fast zum Erliegen und wir werden so viel einnehmen, dass das Zen-Konsortium mit dem raschen Aufbau einer eigenen Flotte beginnen kann. Wie schön. Das sind ja gute Neuigkeiten. Das Netz der Korruption breitet sich aus. Wir haben immer noch einen Schlund. Kann ich hier, wenn ich jetzt eine Verknüpfung schaffe zu meinem anderen, dann könnte ich sie irgendwie einkesseln. Was brauche ich denn für Nabu? Das Thorn. Sklaverei. Nee, das brauchen wir, glaube ich. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Der Vorsitzende muss so viel Angst bekommen, dass er es nie wieder wagt, uns gegenüber Nein zu sagen. Der Vorsitzende. Soll eingeschüchtert werden. Ist das der Vorsitzende? Die Sicherheitskräfte bin gespannt. Der Nabu sollten leichte Beute für uns sein. Komm hier, mein Rancor. Na dann los. Das ist abgefuckt. Ich weiß nicht, wer sich erinnert oder wer es gespielt hat. Das hier ist ein dicker Mann. Und in diesem Sack hat er Evox. Und wenn ich jetzt auf Angreifen drücke, dann lässt der Explosions-Evox raus. Also die haben eine Bombe. Evox sind die kleinen süßen Teddybären. Die haben dann eine Bombe auf den Rücken geschnallt und laufen in ein Ziel und explodieren. Und ja, das ist schon sehr abgefuckt. Bereit zum Zuschlagen.
erstmal die normale Route. Ich gehe. Da sind sie. Was gibt es? Da. Oh Gott. Da läuft ja ein kleiner Ewok. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Wir geben euch Unterstützung. Mindestens schwierig. Wir halten euch den Rücken frei. Das ist ein Fahrzeugabwehrturm. Den meine ich. Das sind die Panzer. Der kann sie auch hier vorne schon alle abschießen. Wir wissen eure Credits zu schätzen. Wir haben mehr Zeit. Schau du dir doch mal hier unten an, was hier so abgeht. Na, so viel Zeit vielleicht auch nicht. Signal empfangen. Was wollt ihr? Nun komm schon! Schaffst du das? Oder backst du? Schafft das tatsächlich? Das fand ich jetzt schon ganz gut. Ich habe einen Riesensack voll Ärger. Hey, das Ding ist verdammt schwer. Ich habe einen Riesensack voll Ärger. Selbstverständlich. Meine Freunde und ich sind bereit. Meine Freunde. Alles daran ist falsch. Da ist er auch tot mit all seinen Freunden. Ich bin bereit. Wen soll ich eliminieren? Wie gehen wir jetzt vorsichtig vor? Der muss weg. Wenn ich die angreife, wird er wahrscheinlich sogar Silri töten. Vielleicht überlebt der Rancor gleich lange genug. Eieieiei. Bitte lauf ein kleines Stück schneller. Danke. Du schlägst nicht mal mehr zu. Nee, schade. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist das hier noch die größte Gefahr. Ich bin doch hier. Hallo. Oh, sie haben den Wacker getötet, scheiße. Das habe ich nicht kommen sehen. Was wollt ihr? Dann liegt es wohl kampfbereit. An euch dreien. Vielleicht könnt ihr noch zwei, drei Leute wegmachen. Angriff. Nein, könnt ihr nicht. Wow, na, richtige Elite-Soldaten. Habt ihr
meinen Plan. Komm zu mir. Jo, der Plan heißt Rancor. Wo ist mein... Wenn das mit einschüchtern gemeint ist, dann habe ich ihn gerade eingeschüchtert. Nur noch ein sabbernder Idiot. Diese Welt wird die Feinde des Zen-Konsortiums nicht länger unterstützen. Sabbernder Idiot. Wenn sich das ändern sollte, wissen wir, wen wir zu eliminieren haben. Es fühlt sich bisher deutlich besser an als letztes Mal. Aber noch haben sie auch nicht angegriffen. Letztes Mal hatten wir sehr viel Verteidigungssachen. Ich glaube, das wird sich ändern, sobald sie die ersten Angriffe wieder fliegen. Gebäude wird errichtet. So, wie wär's mit Hut? Verfügt über meine Fähigkeiten. Das ist leicht. Konstruktion abgeschlossen. Wir haben die organisierte so, endlich. Wie befohlen über den schwach besiedelten Planeten ausgebreitet. Sens Pläne gehen sogar da ist noch Ben Kenobi. Und Mon Mothma. Ja, super, dass auf Rot jetzt Korruption herrscht. Wir haben die Wampas und die Towntowns bestochen. Die Towntowns werden jetzt die Rebellen abwerfen. Ja, das... Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Wo ist Fondor? Hier oben. Ja. Drei Korvetten, sieben Raketenschiffe, fünf Nebula B-Fregatten, zwei X-Wing-Geschwader, 16, ich glaube mal 3. Also 48 Y-Wings müssten das sein. Wir machen mal automatisch. Dann verlieren wir das halt. Das ist mir jetzt auch gar nicht so wichtig. Rabota Wii wird noch entscheidend. Gebäude wird errichtet. Anwerbung läuft. Insofern. Wenn da mal eine größere Basis. Wir können Schola versuchen. Nee, noch greifen sie hier nicht an. Wenn sie. Komplette Planetenfront haben. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ah ja, die Planetenschlacht. System verloren. Dann ist es so. Konstruktion abgeschlossen. Korruption. Die Schwarzmärkte in der ganzen Galaxis rentieren sich. Wichtige Schiffe verstärken die Flotten des Zen-Konsortiums. Ja. Das ist dementsprechend auch völlig in Ordnung. Ich will jetzt angreifen. Nabu. Aufbau beginnt. Wie viel haben wir denn? Fahrzeug wird produziert. Einheit wird hergestellt. Fahrzeug wird produziert. Einheit wird hergestellt. Hier braucht ein Kreuzer. Konstruktion abgeschlossen. Hier meldet sich wie befohlen. Oh no, oh no. Empfang. Sind unterwegs. Star Viper Geschwader Gefecht steht gleich bevor. Planetenschlacht. Ach, das ist deren Special-Ding jetzt. Okay. Ich habe auch gerade kein Geld. Das ist ganz, ganz übel.
Wir versuchen es mal. Erwarte Befehle. Ja, es ist gut. Hoffentlich gilt das auch für eure Befehle. Ich weiß nicht, wie das was werden soll. Warum soll ich die gehen? Warum soll ich sie ausschalten? Ich besitze den Planeten doch. Der Gegner nähert sich. Oh, aber ich kriege Geld, wenn sie Gymnosianer platt machen. Wir können jede Position erreichen. Vielleicht kann ich mir am Ende des Tages ein Geschütz leisten. Wir greifen sofort an. Wir haben eine Landezone gesichert. Melde mich wie bevor. Verstärkungsposition umkämpft. Ja. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das meine ich. Das hat hier keinen Sinn, das müssen wir gar nicht in die Länge ziehen. Wer hätte gedacht, dass Ben Kenobi mal gemeinsam mit den Geonosianern kämpft? Star Viper Geschwader meldet sich wie befohlen. Korruption wurde beseitigt. Zu dieser Position. Ja, nee, ganz. Ah, okay, es sind sehr viele Pfeile, scheiße. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Aber das schien ein Trugschluss zu sein. Dann hoffen wir mal, sie aufreiben zu können. Wenn der Plan funktioniert, werden diese Schlachten kurz sein. Ich umfliege mal die Kometen hier. Wo ist das Ziel? Bereite Antrieb vor. Ich gucke so lange, ob wir die schon mal finden können. Diese Halunken. Können wir. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Ich bin es jedenfalls. 88 melde dich wie befohlen. Ich sag's, wie es ist, wenn die jetzt immer wieder kleine Truppen schicken nach Geonosis und wir sie aufreiben können, dann möchte ich den Planeten vielleicht gar nicht besitzen.